Moin, Leute, was geht ab? Was geht ab, meine Freunde? Ja? Moin. Auch an dich, moin. Ja, Leute, I'm fucking back. Das freut mich einfach jetzt hier wieder mal da zu sein, Digga. Zwei Monate, Alter. Aber ich kann nicht mal direkt mal so sagen. Es war nicht wirklich eine Pause. Das war eher so ein, okay, ich habe jetzt Zeit. Was mache ich jetzt? Ich habe jetzt gerade so viel Sachen im Kopf mir überlegt. Ja, das war, ich habe jetzt in der Zeit, wo ich jetzt weg war, diese zwei Monate, ich habe ein komplett neues Kanalkonzept überlegt. Ich habe mir neue Designs gemacht. Haufen Videoideen mir überlegt, die ich umsetzen will und machen will. Ich habe auch gerade eben noch mit einem geschrieben, mit dem ich ein richtig geiles Video machen würde. Und noch richtig vieles mehr. Und ich habe zwei Ankündigungen, Leute. Zwei Ankündigungen. Okay, ich fang einfach mal an. Als allererstes Modmix. Modmix startet bald wieder. Und wir haben neue Server. Wir haben alles neu eingerichtet. Wir haben auch eine eigene Domain. Die heißt modmix.one. Übrigens wird das YouTube-Video deswegen. Hier, gerne mal reinschauen. Da sind alle Teilnehmer drin, alle Mods drin, Downloading zum Modpack. Wir werden auch YouTube-Werbung schalten. Wir werden Leute da reinholen, werden, also kann jeder mitmachen, der ein gutes Setup hat und streamen will. Oder aufnehmen will. Es ist egal, Hauptsache es wird irgendwie gefilmt, es wird richtig geil. Das startet einfach nächste Woche. Nächste Woche, Samstag, 12 Uhr. Es kommt instant ein 12-Stunden-Stream, wie ich, Scared, Jonas, alle Modmix durchrushen werden. Das wird richtig geil. Also wir haben jetzt hier wieder, alles passt, alles picobello. Es wird einfach geil. Es wird wirklich einfach geil. Deswegen freut euch, nächsten Samstag. Ich habe bis dato noch richtig viel noch zu erledigen. Richtig viel zu erledigen. Ich muss noch einen Trailer machen, den hochladen, den Trailer wirken lassen, ein paar andere Sachen noch machen, dass wir noch YouTube-Video noch machen und halt alles in seine Woche packen. Das wird schwer. Und das nächste ist am 27. Dezember dieses Jahres, mache ich nach einem Jahr wieder ein 12-Stunden YouTuber-Marathon. Ihr habt es, glaube ich, alle sehr vermisst. Ey, wirklich, ich glaube, ihr habt es alle sehr vermisst. Es kommt auf jeden Fall wieder ein 12-Stunden-Marathon rein. Auf jeden Fall. Und ja, deswegen lasst auch ein Like da und abonniert den Kanal, weil. Das ist ja meine Kanalstatistik. Nutzer ohne Abo. 92%. Deswegen, auch falls ihr neu auf dem Kanal seid, Leute, lasst gerne ein Abo da. Dieser Kanal wird auf jeden Fall den kompletten Glow-Up bekommen. Komplett. Wer der YouTuber wird, werde ich euch den nicht sagen. Geh mal kurz darauf. Wie war die Pause, als er? Also, wie gesagt, ich habe da ziemlich viel überlegt, ziemlich viele Konzepte mir überlegt, wie ich alles machen soll, wie ich alles sozusagen verkabeln soll, auf was für einem Kanal ich was wo hochladen werde. Und habe einfach generell versucht, einfach ein bisschen abzuschalten. Ich habe nur zweimal gestreamt jetzt in diesen zwei Monaten. Einmal im Monat, glaube ich, habe ich noch einen Podcast gemacht, das war's. Ansonsten war ich recht oft bei Scared im Stream. Wir haben dann Bad Bros gespielt die ganze Zeit im Stream. Ja, war geil. Und ansonsten habe ich, ja, an Modmix gearbeitet, am Kanal. Und deswegen kann ich jetzt mal sagen, was mein neues Kanalkonzept ist. Und zwar auf dem Kanal, auf dem ihr es gerade anschaut, das ist gerade der Main-Kanal, kommen nur noch Vlogs und Selbstexperimente. Ich muss noch versuchen, mich ein bisschen noch zu überwinden, weil die Vlogs sollten ja an sich eine geile Qualität haben. Und ich habe ein bisschen Schiss, meine Kamera halt nach draußen mitzunehmen, weil die Kamera ist halt erstens mit allem drum und dran einfach insane schwer. Also so 3 oder 5 Kilo musst du halt immer mitschleppen. Und die war fucking teuer. Also, und wenn ich damit halt vlogge, ich habe halt Angst, ich halt irgendwie aufs Maul falle, dann die Kamera kaputt mache oder mir einfach geklaut wird, weil ich sehe nicht wirklich so, als könnte ich mich verteidigen. Sag ich so, wie es ist. Habe ich so ein bisschen Schiss davor, weil dann machst du halt
Beim Handy-Vloggen ist halt so hier, aber in der Kamera-Vloggen ist halt so ein Ding, Digga. Ist auch schwer und ist auch echt kacke zum Transportieren, so. Ist das jetzt mein Vlog-Stativ zum Vloggen? Das ist so ein Ding. Hier oben mit dem Schnellwechseladapter. War noch ein Tripod dabei. Von Switchport. Ich habe die Scheiße auch aus Amerika importieren lassen. Ich habe da auf jeden Fall insane was krasses vor. Das heißt, auf dem Kanal werden halt seltener Videos kommen. Weil Streaming ist einfach halt chilliger als Videos aufzunehmen. Aber dafür in einer besseren Qualität auf jeden Fall. Ja, das ist so mein Hauptkanal. Donny, nicht mehr Gaming-Kanal, sondern ein Vlog- und Selbstexperiment-Kanal. Ein reiner Real-Life-Kanal. So. Dann mein Zweitkanal, der richtige Jan-Kanal, der verdient auch nochmal einen fetten Glow-Up. Mein richtiger Jan-Kanal behält den Namen, aber auf dem Kanal kommen Stream-Highlights. Auf dem Kanal kommen Videos, die ich im Stream halt aufgenommen habe. Das heißt, jetzt das Video, aber das kommt auf Hauptkanal, weil wichtiges Thema. Alle wichtigen Themen kommen halt auf meinem Hauptkanal, aber halt so, keine Ahnung, so Real Talks oder sowas, oder halt irgendwas semi-wichtiges. Oder halt Videos, die ich im Stream aufgenommen habe, sowas wie ein Minecraft-Challenge. Werde ich zuerst alles im Stream aufnehmen und dann als separates Video von Zweitkanal hochladen. Es kommen Gaming-Videos halt aus dem Stream und eventuell auch Reactions. Das heißt, mein Zweitkanal wird ein reiner Stream-Highlights-slash-Gaming-Kanal. Das heißt, ja, Stream-Highlights von witzigen Sachen, Gaming-Videos, die ich aufgenommen habe, maybe auch Reactions, halt einfach halt ein Twitch-Upload-Kanal, sozusagen. Auf Twitch, auf dem Dings, werde ich halt alles hier aufnehmen. Ich werde nicht mehr, Videos direkt auf Feed produzieren, so Gaming-Videos, das werde ich halt im Stream halt aufnehmen und dann halt als YouTube-Video hochladen. Ich werde also hier am aktivsten, glaube ich, sein. Auf dem Drittkanal, ich habe jetzt noch einen Kanal aufgemacht, der heißt Daily Dose of Donny und da kommen täglich oder fast täglich Shorts-Clips von mir, solche TikTok-Clips sozusagen aus meinem Stream. Und vielleicht aus irgendwie Witz, also halt einfach halt alle witzigen Sachen und halt alles, was so ein Clip wert ist, kommt dann halt in den Daily Dose of Donny Kanal rein als Shorts. Und das ist sozusagen mein Boost-Kanal. Auf dem kommen halt Shorts. Auf dem kommen eventuell irgendwie Trash-Videos, keine Ahnung, was ich darauf Bock hab halt. Und die Clips werden auch auf TikTok hochgeladen. Das heißt, ich habe einen TikTok-Stream-Kanal auf YouTube. Ja, das ist so mein Kanalkonzept. Main-Kanal, Stream-Highlights, Main-Kanal, Vlogs und Selbstexperimente. Zweitkanal, Gaming-Videos und Drittkanal, Shorts. Ganz einfach. Hoffe ich zumindest. Das heißt, ich werde mich auf drei Teile mich fokussieren. Folgt mir trotzdem auf Insta, weil auf Insta war ich die ganze Zeit aktiv. Ich habe da ein paar Bilder hochgeladen, Storys hochgeladen. Ich bin einfach am aktivsten. Wenn ich live bin, mache ich immer auf Insta eine kleine Werbung. Auf jeden Fall bin ich auf Insta halt immer aktiv. Das heißt, folgt mir da gerne auf Insta. Ich heiße DonnyUpsNT auch oder YouTube abchecken. Da streame ich, was habe ich, da tue ich mal Storys von meinem Leben rein, das heißt, falls ihr euch interessiert, wie ein Leben eines Hauptschülers aussieht, top, könnt ihr ihn abchecken und ich poste immer halt irgendwelche Infos über meinen Stream. Wenn ich live bin, gibt es halt immer so ein Live-Dings mit Klick auf Twitch direkt, allem drum und dran, das heißt, wenn ihr am neuesten Stand sozusagen sein wollt, folgt auf Insta. Discord ist einfach halt, keine Ahnung, wenn ihr mit mir Kontakt so haben wollt, keine Ahnung, wenn ihr einfach mit mir so chatten wollt, reden wollt oder einfach halt, keine Ahnung, im Discord sein wollt, keine Ahnung. Wie gesagt, Twitch hier mein Stream, Main-Kanal, Vlog Selbstexperimente, Zweitkanal Gaming-Videos und Stream-Highlights, Drittkanal TikTok-Clips in Form als Stream-Highlight. Was für der Echte? Was für der Echte?
Ach, geil. Das heißt, ja, es wird auf jeden Fall fette Änderungen auf dem Kanal geben. Und ja, Modmix am 4. Dezember, 12 Uhr, 12-Stunden-Stream, instant. 27.12., 24-Stunden-Marathon. Wer wird schon erfahren? Und, ja. Darüber will ich, Jonas lieber jetzt nicht sagen. Oh Mann. Aber auf jeden Fall, ja. Das ist so jetzt mein ganzes Kanalkonzept. Ich weiß, Pausen sollte man eigentlich anders machen. Aber mein ADHS wollte unbedingt irgendwie diese Zeit nutzen und einfach unbedingt irgendwas Nützliches machen. Deswegen, ja. Ich habe auf jeden Fall echt viele Videos geplant. Ich habe ein Video geplant, auf eine Snapchat-Scam-Expose-Video zu machen. Ich habe Bock auf ein Video zum Thema, wegen euren Passwörtern und sowas. Und wie einfach es ist, eure Daten zu bekommen. Vor allem, wenn die geleakt sind. Zum Thema Selbstexperiment. Ich habe ein neues Format eventuell, das heißt Story Up. Ich weiß nicht, ob ich es so nennen werde. Da kommen Stories über mich, halt Love Stories, die ich mal erlebt habe. Und einfach im so Use of the Changeman-Style so erzähle. Das könnte, glaube ich, auch ganz geil werden. Und zum Thema Selbstexperimente. Digga, ich habe da so eine fette Liste an Stuff. 14 Tage um 4.30 Uhr aufstehen. 7 Tage nach Horoskop leben. 7 Tage ohne Social Media. 1 Tag auf Ritalin. 14 Tage andere Schlafrhythmen. Keine Ahnung. 14 Tage normale Tagesroutine. 1 Woche radikal ehrlich. Alles. Ja. Du hast mir doch den Link da auch gezeigt, deswegen. Ich werde sich den Link ja nicht posten, ist klar. 90 Tage Muskelaufbau, Sexperiment, halt irgend so einen abgefuckten Scheiß. Ich plane auch gerade auch mit einem Künstler sozusagen ein Video, einen zweitägigen Vlog, wo ich bei dem dabei bin, wie er Musik aufnimmt und Musikvideo dreht und das Ganze dann schneidet. Könnte richtig geil werden. Das plane ich auch. Sollte eventuell, wenn alles klappt, Februar, Januar rauskommen. Wenn es ja klappt. Deswegen, freut euch. Es wird wirklich wild. Und, ja.